Hallo, mein lieben Pokéfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Schlüssel-Challenge-Match. Mittlerweile schon Match Nummer 10. Aktuell sind 4 Teilnehmer im Turnier. Relativ gute Quote. Der gute Yamada wünscht sich heute das Piu. Also, wir sehen heute zum ersten Mal das Piu-Tier. Sind ja am Start mit Meshprit, Skuntank, Strepoli, Pipi, Pyro und Caracosta. Gut, deswegen, ich würde sagen, wir klicken auf Kampf beginnen. Ich muss tatsächlich gleich die Pokémon von ihm überprüfen, ob die alle im Piu sind, weil ich habe keinen Plan von Piu. Und ne, wir wollen hier auf Nummer sicher gehen, dass hier auch alles klar geht. So, wir haben Electivire, Piu, wir haben Roselia, NFE, wir haben Swoobat, Piu, wir haben Pumpkin, wie heißt es nochmal? Das ist auf jeden Fall Piu, ja, Caracosta und Amigetto sind auch Piu, das passt. Das heißt Elevoltec. Das ist auf jeden Fall ein cooles Team. Roselia. Wie heißt Swoobat nochmal? Ich nenne es jetzt einfach mal Swoobat. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Pumpkin. Amigetto. Ups. Wahrscheinlich Amigetto Fee. Amigetto. Und Caracosta, weiß ich gerade auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ups. Caracosta. So, jetzt machen wir noch das Hashtag hier bei Pumpkin weg. Alles in die Mitte. Alright. Gut. Ich würde sagen, wir husten erstmal, weil das macht unser Qi frei. Nebelin auf jeden Fall, denke ich mal, mit dem guten Meshprit. Sollte, denke ich, klar gehen. Ist ja allgemein immer ein ganz nice Lied. Und ja, das geht auf jeden Fall fit. Ich schaue mir gerade so ein bisschen mein Team an. Das ist jetzt tatsächlich schon wieder eine Weile her, dass ich das Team gebaut habe, getestet habe. Ist ganz nice. Alter, der grinst so. Und ja, wir dienen auf jeden Fall mit Vesprit und Erli mit Hackfleisch. Das ist Amigetto Normal Unlicht. Kann ich mir das angucken? Unlicht. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Wir haben halt die Kulbeberry, aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt richtig heftig reinböllert. Deswegen ist der Valley Dark. Der kann Crunch, der kann. Was kann er noch so? Der kann bestimmt Dark Pulse, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber Crunch ist sein stärkster Move. Also ein Step Crunch, der tut natürlich auch weh. So einen direkten Switchen wäre halt eigentlich. Ich hätte jetzt eigentlich. Das ist eigentlich voll die gute Chance, hier jetzt Strepoli reinzuholen. Wobei ansonsten, wir haben halt auch noch Pipi, ne? Ich glaube, ich will nichts riskieren. Nicht mal eine Kulbeberry oder so verlieren. Gern verdreckt instant raus in Pipi. Und wenn er jetzt hier für Crunch geht, Standpauke. Droppt unseren Spezialangriff minus 2 oder so, ne? Interessant, ne, nur minus 1. Interessant, coole Strategie. Ich gehe jetzt hier direkt mal für Knockoff. Weil er wird wahrscheinlich rauswechseln. Und wenn er in Rosea rausgeht, was er tut, können wir da direkt den Evoliten runterhauen und das ist ziemlich gut. Zack. War sogar ein Crit, nice. Gönnen uns hier direkt den Evoliten. Das ist ziemlich gut. Können jetzt hier wahrscheinlich wieder raus in Meshprit. Wieder zurückwechseln. Er wird wahrscheinlich die Giftspitzen rauslegen, kann ich mir vorstellen. Ein Ladder. Aber das wäre in Ordnung. Und er geht für Schlafpuder tatsächlich. Spielt man das auf Roselia? Ich hätte jetzt gedacht, okay, könnte eventuell für Schlafpuder gehen, aber nee, das spielt man doch bestimmt nicht. Ich schaue jetzt mal nach. Tatsache, du kannst Sleep Powder darauf spielen. Hätte ich auch keine hundertprozentige Antwort gegen gehabt, aber ist absolut fein. Wir gehen einfach instant für die Kehrtwende. Weil wir können ja First Turn aufwachen, glaube ich. Wie war das bei Sleep Powder? Putze Teil zu Sleep. Okay, mehr steht hier nicht dabei. Sleep Powder ist immer so eine Sache, ne? 75% Genauigkeit. Ja, natürlich spielt man auch auf Tangela und so, aber ist
halt immer schwierig. Aber ist auf jeden Fall fein. Wir gehen einfach instant für U-Turn. Vielleicht wachen wir ja auf, vielleicht ja nicht. Werden wir herausfinden. Ich bin gespannt, ob er mich angreifen möchte, ob er Giftspitzen legen möchte oder was weiß ich was. Aber ich find's cool. Ich hab Bock auf Pio. Pio kann man coole Sachen machen. Und ja, deswegen, er geht raus in Schnecke. Das ist sein Caracosta. Wir schlafen natürlich. Natürlich. Ich habe hier super viel Angst vor einem Hausbruch. Aber wir sind halt komplett für Steph, ne? Also theoretisch gesehen. Ich gehe mal für die Psychokinese. Vielleicht ist ja auch ein defensives. Okay, wir machen instant auf. Das ist nice. Können wir direkt für die Psychokinese gehen. Die macht guten Schaden. Und er geht für die Tarnsteine. Ja, er ist tatsächlich ein defensives Set. Das geht klar, weil dann können wir jetzt nämlich unsere eigenen Tarnsteine legen. Die Sache ist halt die, wie gesagt, wäre er jetzt hier für Hausbruch gegangen. Hätte er uns danach, glaube ich, unmöglich killen können. Ich glaube, selbst ein Stone Age würde uns nicht killen. So, er wechselt jetzt nämlich wieder raus. Wir kriegen ja unsere Tarnsteine raus. Er geht raus in Amigento. Das ist absolut fein. Tarnsteine kommen. Und ich überlege hier gerade tatsächlich eine Runde drin zu bleiben, weil ich eben schon im Piep hier rausgegangen bin. Und ich Angst habe tatsächlich, also nicht Angst habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Parting-Shot kommt oder so. Gehe ich hier für Kehrtwende? Oder gehe ich nochmal raus in Pipi? Ich glaube, ich gehe nochmal raus in Pipi. Spricht ja nichts dagegen. Vielleicht geht er für Abgangstirade, um sich Momentum zu holen. Dann wäre halt U-Turn übel broken. Aber wir gehen jetzt mal raus in Pipi und auflockern. Er geht tatsächlich direkt für Defog. Ist absolut fein. Absolut fein. Und wir gehen jetzt hier für Geowurf. Wir gehen hier für Geowurf. Ich werde auf irgendwas erstmal Schaden drauf bekommen. Vielleicht auch auf Rosea. Wenn er in Rosea rausgeht, wäre absolut okay. Ich wünschte, ich hätte einen Sleep Talkmon. Ne? Das wäre so gut gegen ihn. So einen Choice Guard Sleep Talkmon. Wir gehen Rosea jetzt richtig stark. Habe ich aber leider nicht. Okay, wechselt raus und der geht in Rosea. Das heißt, da bekommen wir jetzt auch wieder Schaden drauf. Der ist tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so bad ist sogar. Pum. Ja, das ist guter Schaden. Gehen jetzt hier wieder raus in Vesprit. Wenn er nochmal für Steel Talk geht und treffen sollte, wäre es okay. Hat halt immer noch 25%ige Misschance. Aber wir gehen hier auf jeden Fall raus in Vesprit. Jeden Fall. Und er geht für Matschbombe. Greift tatsächlich an. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, oh, eben habe ich das nicht gemacht, jetzt mache ich es halt. Und ja. So, wir gehen jetzt hier für die Kehrtwende, weil ich nicht glaube, dass er hier drin bleiben möchte. Er geht wahrscheinlich raus in Amigento. Damit können wir uns Momentum holen, können ihn direkt mit einer sehr effektiven Attacke angreifen. Er bleibt tatsächlich drinnen, gibt einfach Zero Fucks und es killt halt leider nicht. Das ist ein bisschen ätzend, dass er jetzt drin geblieben ist. Das ist ein bisschen ätzend. Ich gehe mal raus in Skuntank. Ich will Schlaf, Bruder. Und er trifft. Bisschen doof. Tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gesehen, Schlaf, Bruder. Matschbombe. Und er trägt kein Item mehr. Auf Caracosta haben wir die Tarnsteine gesehen. So, wir gehen hier jetzt auf jeden Fall für Gifty. Sollte, denke ich, der beste Move sein. Vielleicht wachen wir ja direkt auf. Nein, wir schlafen natürlich. Aber wofür möchte er gehen? Möchte er echt für Giftspitzen gehen? Nee, für Synthese. Ist okay. Ist, denke ich, fein. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich für Pursuit gehen. Weil ich denke, dass er rauswechselt und wir können dann halt aufwachen. Können ihn vielleicht sogar killen, wenn er rauswechselt. Ich muss halt nur aufwachen.
Das habe ich auch noch nie gesehen, wenn er jetzt rauswechseln würde. Ja, und jetzt steht er. Ach, come on, das ist so gut gewesen. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass jemand rauswechselt und dann steht er schläft tief und fest. Aber so können wir einen weiteren Sleep Turn direkt verballern. Und damit kommt Electivire rein. Ah, das wäre so gut gewesen. Ohne Witz. Das wäre so gut gewesen. Der kann doch Safe EQ, oder? Der kann doch Safe EQ Electivire. Wie spielt man den denn? Troy Scarf mit EQ. Oder Dings. Ich könnte auch für Volt Switch gehen. Aber ich denke, Mesprit sollte hier okay sein. Ah, oh, der Pursuit wäre so gut gewesen, weil der hätte, glaube ich, safe gekillt ohne Evoliten. So, wir gehen raus in Mesprit. Und er geht für Stromstoß. Schöner Predict von seiner Seite aus. Vor allem, weil er wahrscheinlich sogar Trace Scarf, dass wir tanken. Allerdings noch einen danach. Deswegen gehen wir hier für die Tarnsteine. Tarnsteine rauszubekommen ist nice. Vor allem, wenn er rauswechselt, habe ich auch die Tarnsteine wieder draußen. Ist auch ziemlich gut. Und ja. Gut, so oder so hätte ich eigentlich nicht für Psyche gehen können. Ich hätte, wenn, für U-Turn gehen müssen. Können mir dadurch Momentum holen. Ist ein nicer Pivot gerade, Mesprit. Ich denke, dass der Trace Scarfed sein wird. Beziehungsweise der Stromstoß ist halt der beste Move. Wenn er jetzt hier gleich für Vault Switch geht, um nochmal Damage rauszubekommen, wäre das auf jeden Fall fein. Nee, er wechselt hart raus. Wird safe Trace Scarfed sein. Und er geht jetzt raus in Hackfleisch. Der geht doch hier für Defog, oder nicht? Ich gehe mal für U-Turn. Ich muss anfangen, Risky Plays gegen ihn zu machen, glaube ich. Weil er spielt relativ safe die ganze Zeit. Außer der eine Voltaic-Predict gerade. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier angreift. Falls doch, können wir vielleicht sogar eine Stand-Pauke mit der Culberberry tanken. Was halt auch nice wäre. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht wechselt er sogar, macht er ein Double. Das wäre halt übel gut für uns. Ah, er geht einfach für Standpauke. Bitte kill nicht, 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 bitte kill nicht. Ah, schön. Puh, macht sogar echt wenig Schaden. Und mit U-Turn können wir auswechseln. Nochmal guten Schaden anrichten. Und können jetzt hier eigentlich richtig gut Strepoli reinholen. Spricht da was dagegen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich muss mir nochmal sein Team anschauen. Hm. Hat halt noch Swoobat, ne? Solange er Swoobat hat, ist das halt tatsächlich gar nicht so nice. Wenn ich raus in... Er hat überhaupt keinen Fire-Switch neben Karakosta, ne? Das heißt, wir gehen hier jetzt raus in... Pyro und gehen für die HP Grass. Ich glaube nicht, dass er das hier, sein. Ich hoffe, das ist die HP Grass. Lass mich kurz nachschauen. Das kann ich nicht nachschauen. Ich hoffe, es ist die HP Grass. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier sein Dings riskieren will. Ja, er wechselt raus. Ich glaube, er geht in Karakosta. Schnecke, das war Karakosta, ja. Und wenn der halt weg ist. Ich hoffe, das ist die HP Grass, ne? Aber sollte es eigentlich safe. Ich habe eigentlich extra nochmal alle überprüft. Pa. Und wenn der jetzt weg ist, gehen halt Feuer-Pokémon durch sein Team durch. Also halt Pumpchen, sag ich schon. Also halt, Pyro. Ist halt Choice Vexed mit Feuersturm. Elevoltech ist noch ein Problem. Auf jeden Fall, weil der ist Choice Scarf wahrscheinlich mit, mit Erdbeben. Ich gehe jetzt mal raus in Pipi. Ich denke, Pipi sollte hier fein sein. Vielleicht geht er sogar für Volt Switch. Er geht für Kreuzhieb. Mal Glück gehabt. Alter, der macht halt, der böllert halt trotzdem übel rein. Wir können jetzt hier für Weicher gehen.
PB erstmal wieder auf Full Health behalten, ist auf jeden Fall nice. Wenn er jetzt in Valiant Queenie rausgeht, ist das schon in Ordnung. Wird wahrscheinlich gleich für Synthese gehen. Wir gehen jetzt hier für Weichei. Und dummeln jetzt, also nicht dummeln, sondern gehen jetzt raus auf Skuntank wieder. Versuchen halt aufzuwachen. Ich denke, er wird jetzt hier auf Synthese gehen. Gibt jetzt keinen Grund für ihn, nicht auf Synthese zu gehen. Powerplay wäre es jetzt gewesen, in Vesprit rauszugehen, aber ich habe zu viel Angst, dass er mich angreift. Könnte natürlich hier auch einen nice Double wagen, weil er hier als Skuntank riecht. Aber bisher ist es, glaube ich, ein echt schönes Match. Energy Ball, okay, perfekt. Ich weiß ja nicht, ob die Sleep Turns halt resettet worden sind. Ich hoffe es, deswegen wir gehen jetzt einfach für Pursuit. Vielleicht machen wir auch, vielleicht auch nicht. Aber Pursuit ist auf jeden Fall der Play. Sein Play wäre es schon fast nochmal auf Schlafbruder zu gehen. Weil dann wahrscheinlich Pursuit nicht killt, wenn er nicht rauswechselt. Und er wechselt raus. Come on! Bitte! Ist halt nicht cool. Ist halt wirklich nicht cool. So, der Voltaic kommt wieder rein. Er wird jetzt hier für Stromstoß auf jeden Fall gehen. Ich gehe mal für Tiefschlag. Tatsächlich. Ja, ich gehe für Tiefschlag. Er wird hier auf keinen Fall für EQ gehen. Er geht ja so oder so schon die ganze Zeit nicht auf EQ, weil ich auch noch, solange ich Mesprit in der Hinterhand habe, ist EQ eigentlich ein richtig schlechter Play. Deswegen, wir gehen hier jetzt mal für Tiefschlag. Und wir wachen auf. Tiefschlag kommt durch. Danke. Immerhin das. Und er killt ihn leider nicht ganz, aber er killt sich jetzt durch den Stromschuss selber. Und wir überleben den. Das ist nice. Das heißt, wir haben Illuvolta wegbekommen. Und jetzt sollte Pyro, glaube ich, durchgehen. Jetzt gibt es, glaube ich, nichts mehr, was Pyro noch aufhalten kann. Da kommt wieder Hackfleisch. Der Hackfleisch-hassende Zahacker. Ich denke, dass er hier wahrscheinlich für Defog gehen will. Deswegen gehe ich einfach instant für Gifty. Wenn er mich rausnimmt, wäre das absolut fein. Aber wir sind sogar schneller. Schau mal einen an. Der ist auf jeden Fall defensiv. Das heißt, Gifty sollte nicht killen. Aber wir kriegen einen Poison. Der ist auch ganz nice. Und er geht für Hitzewelle tatsächlich. Interessant, interessant. So. Gift mattert hier eigentlich gar nicht. Und wir können jetzt eigentlich schon in Pyro rausgehen und Flammenwurf spam. Ich habe halt Angst wegen Swoobelt immer noch so ein bisschen. Ha. Hitzewelle. Ausbruch. Ich habe halt Angst vor meinen Attacken tatsächlich, die daneben gehen können. Ich gehe mal raus in Strepoli. Ja, ich gehe raus in Strepoli. Und gehe hier für Protzer. Er geht für Auflockern, ist absolut fein. So, wir gehen hier für Protzer. Weil er stirbt am Gift. Jetzt zwingen wir ihn quasi ins Urbit rauszugehen, was ganz nice ist. Ah, die Tarnsteine wären eigentlich noch gut gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn einfach direkt töten sollen mit Tempohieb. Ich glaube, es wäre besser gewesen, weil er wird jetzt wahrscheinlich einfach ins Urbit rausgehen und uns killen. Ah ja, Tempohieb wäre besser gewesen, wenn Fieber ist, war ein richtiger Missplay. Ne, geht tatsächlich raus in Roselia. Roselia hat keinen Evoliten mehr. Das heißt, wir haben Gerdor, Level 1 wollte ich schon sagen, Roselia. Level 50. Ohne Evoliten. Tempohieb reicht nicht ganz aus. Ich höre für Abschlag, vielleicht sind wir ja schneller. Ne, er geht für Schlafbruder und der trifft den auch noch. Ah! Das ist ein bisschen doof. Mann, diese ganzen Schlafbruder-Dinger von seinem doofen, sein Rosea nervt mich richtig. Aber ja, wir gehen hier nochmal für den Knockoff. Wir können halt aufwachen. Einfach aufwachen, komm bitte. Oh! Let's go! Go! Der überlebt, das ist egal, der hat einen Focus-Gold, weil wir können einfach für
für 10 Punkte geben. Das war gerade so, ich würde nicht sagen verdient, aber es war richtig gut, weil Skantank hat halt einfach 3 Runden gepennt. Das war halt gerade übel strong. Richtig, richtig gut. So. Jetzt kommt Pumpkin, another face. Okay, er sieht jetzt hier unseren Egoliten, das ist egal. Und wir gehen jetzt hier für Abschlag. Er kann nicht für Will-O-Wisp gehen, falls doch, gibt er uns den Guts Boost. Er geht für Will-O-Wisp, trifft. Und damit haben wir das Match gewonnen. 5:0 tatsächlich, obwohl es trotzdem echt schöner, spannender Kampf war. Ich glaube, ich habe an den entscheidenden Momenten tatsächlich absolut richtig gespielt und auch gut gespielt. Ich glaube, besser hätte ich es nicht machen können, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Also es ist egal, ob er jetzt hier für links geht, für Willows oder was auch immer. Aber wir haben unser Choice Bags, Pyro in der Hinterhand. Und von daher ist das auf jeden Fall ein GG. Schöner Kampf trotzdem. Wirklich schöner Kampf. Also ne, auch diese 5-0 Matches können ab und zu echt schön sein. Mein Team war sehr gut angeschwächt. Vesperit war fast tot. Wir hatten halt noch Heilopfer auf Vesperit, was ganz cool ist. Aber ja, lief tatsächlich doch sehr, sehr gut. Kann jetzt hier für Tempo gehen. Je nachdem, wie defensiv er ausgerichtet ist, sollte der killen. Er ist kein offensives Set, glaube ich. Aber Energy Boy killt nicht. Sollte nicht. Nee. Also wir hätten auch einfach Ableit-Hieb oder was weiß ich was drücken können. Es wäre egal gewesen. Als ob jetzt, ich dachte, jetzt kommt schon ein Disconnect. Okay, es wäre auch egal gewesen. Von daher, 5:0 GG an Yamada. Aber ja, lief doch ganz gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.